In diesem Video richte ich mich an alle EU-Abgeordnete, denn es gibt etwas, was in der Diskussion um Artikel 13 noch nie so genannt wurde. Hallo, ich bin Jenser Christ. Und ich weiß nicht, warum sich noch nie jemand mit der technischen Umsetzung von Artikel 13 befasst hat. Darum tue ich das jetzt hier. Denn wenn man sich mit der technischen Umsetzung befasst, wird man feststellen, dass Upload-Filter gar nicht so die verkehrte Sache sind. Aber die technische Umsetzung, wie sie in Gesetz steht, ist falsch. Denn damit die technische Umsetzung effizient und energiesparend vorgenommen werden kann, müssen die Rechteinhaber auch etwas tun. Und das fehlt komplett in Artikel 13. Vielleicht hast du schon mal was davon gehört, dass man Musikdateien oder Bilder mit einem digitalen Wasserzeichen versehen kann. Dieses digitale Wasserzeichen ermöglicht es einem, festzustellen, wer der Urheber einer Datei ist. Bei Audiodateien macht man es zum Beispiel so, dass man in einem nicht hörbaren Bereich Informationen versteckt. Diese Informationen sind für einen Menschen nicht wahrnehmbar. Aber Computer können diese Informationen relativ einfach auslesen. Ein Upload-Filter, der so eine Technologie benutzen würde, würde nur einen Bruchteil von den Kosten, was der Filter von Google gekostet hat. Außerdem würde er praktisch keine Fehler machen. Das heißt, so ein Filter wäre preiswerter als der von Google und genauer als der von Google. Alles, was die Rechteinhaber machen müssten, ist, ihre Werke mit einer digitalen Signatur zu versehen. In dieser Signatur können die Lizenzvereinbarungen drin stecken. So ein Verfahren wäre das richtige Verfahren, um urhebergeschütztes Material zu schützen. Die zur Abstimmung bestehende Richtlinie für die Urheberrechtsänderung unterstützt ein solches Verfahren allerdings nicht. Denn in Artikel 13 ist nirgends davon die Rede, dass die Urheber ihre Stücke mit einem digitalen Wasserzeichen versehen sollen. Es wird nur davon beschrieben, dass die Rechteinhaber ihren Content an die Plattform übergeben müssen, damit die Plattformbetreiber anhand dem, was sie übergeben bekommen, einen Filter aufbauen, der dafür sorgt, dass das Material, was sie übergeben bekommen haben, nicht auf der Plattform erscheinen kann. Dieses Verfahren ist für den Rechteinhaber extrem kompliziert, denn der Rechteinhaber müsste seine Werke bei jeder Plattform hochladen. Das ist ein extremer Zeitaufwand und ich vermute mal, dass Rechteinhaber das nur bei großen Plattformen machen würden. Im Vergleich dazu ist der Arbeitsaufwand für den Urheber, um eine digitale Signatur anzufertigen, relativ einfach. Und diese Signatur müsste er nur einmal anfertigen, um sein Werk auf allen Plattformen zu sperren. Der Rechteinhaber könnte in der Signatur reinschreiben, unter welchen Bedingungen oder auf welchen Plattformen seine Werke veröffentlicht werden dürfen. So könnte zum Beispiel ein YouTube-Kanal seine Werke für seinen eigenen YouTube-Kanal freischalten, aber für alle anderen YouTube-Kanäle nicht. Im jetzigen Artikel ist geregelt, dass Plattformen für Rechtsverstoße haftbar gemacht werden können. Dieses könnte bei einem veränderten Artikel 13, der auf eine digitale Signatur beruht, komplett wegfallen. Aufgrund der digitalen Signatur kommen Urheberrechtsverletzungen extrem selten vor. Diese Urheberrechtsverletzungen können nur dann passieren, wenn jemand die digitale Signatur von einem urheberrechtlich geschützten Werk entfernt. Der normale Benutzer von solchen Plattformen wird wahrscheinlich nicht wissen, wie man so eine Signatur entfernt. Das Entfernen einer solchen Signatur muss verboten sein und strafrechtlich verfolgt werden. Strafrechtlich verfolgt werden kann natürlich nur der, der diese Signatur entfernt hat. Ich fordere, dass die Urheberrechtsreform abgelehnt wird. Denn der jetzige Entwurf würde dazu führen, dass eine Filtertechnik eingesetzt wird, welche extrem teuer wäre. Kleinere Unternehmen könnten sich diese Kosten nicht leisten, beziehungsweise müssten sich die Filtertechnik von Google einkaufen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat Bedenken gegen solche Maßnahmen, denn das würde dazu führen, dass Google noch mehr Daten sammeln könnte. Außerdem wären solche Filter extrem rechenintensiv und würden nur unnötig Strom verbrauchen. Die EU hat ein Verbot für Glühbirnen durchgesetzt.
weil diese zu viel Strom verbrauchen. Jeder Upload-Filter, der nicht auf einer digitalen Signatur beruht, würde auch extrem viel Strom verbrauchen, wenn die zu analysierende Datenmenge extrem groß ist. Bei einer digitalen Signatur wäre das anders. Da würden nur geringe Energiekosten entstehen. Somit ist die jetzige Form von Artikel 13 aufgrund von unnötiger Umweltbelastung abzulehnen. Auch würde die aktuelle Form von Artikel 13 dazu führen, dass es zu einem Overblocking kommt. Die zurzeit von Google eingesetzte Filtertechnologie wird in nächster Zukunft niemals so genau sein, dass eindeutig erkannt werden könnte, wann etwas urheberrechtlich geschützt ist oder nicht. Für diese Technologie ist es sogar unmöglich, immer urheberrechtlich geschütztes Material zu erkennen, da die Erkennung auf Lernalgorithmen beruhen, welche mit einer Menge an ähnlichen urheberrechtlich geschütztem Material trainiert werden müssen. Somit können diese Filter nur das erkennen, was sie gelernt haben. Ein Filter, der auf einer digitalen Signatur beruht, kann allerdings immer ein digital signiertes Werk zweifelsfrei erkennen. Ich fordere, dass der Artikel 13 um folgende Punkte abgeändert wird. Erstens, Rechteinhaber müssen ihre Werke mit einer digitalen Signatur versehen, wenn sie nicht wollen, dass ihre Werke auf bestimmten Plattformen hochgeladen werden können. In dieser digitalen Signatur ist auch die Lizenzvereinbarung enthalten. Somit müssen Plattformbetreiber nicht mit den Rechteinhabern Lizenzvereinbarungen schließen, denn diese sind ja schon in den Werken enthalten. Zweitens, Plattformen haften nicht dafür, wenn Benutzer die digitale Signatur entfernen und so Urheberrechtsverletzungen begehen. Denn schließlich haftet ja auch kein Autohersteller dafür, wenn sein Auto dazu benutzt wird, um eine Straftat zu begehen. Und eine kurze Randbemerkung. Komischerweise haftet auch kein Autohersteller dafür, wenn er Autos entwickelt, die andere Leute vergiften. Darum ist eine Haftung der Plattformbetreiber, wenn ihre Benutzer Urheberrechtsverletzungen begehen, aus Gründen der Verhältnismäßigkeit abzulehnen. Und drittens, jede Art von Filtern, welche Zensur betreibt, ist verboten. Diese schließt Overblocking mit ein, denn bei Overblocking wird nicht urheberrechtlich geschütztes Material herausgefiltert. Und wie schon erwähnt, fordere ich jeden Abgeordneten auf, gegen diese Verordnung zu stimmen. Denn andernfalls wäre er dafür verantwortlich, dass unnötig Klimagase entstehen, die Macht von Google weiter ausgebaut wird, das Betreiben von sozialen Plattformen unnötig verteuert wird und dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Jeder Politiker, der sowas unterstützt, gehört meiner Meinung nach nicht in das EU-Parlament. Und nachdem er dieses Video hier gesehen hat, kann auch kein Politiker sagen, er hätte nichts gewusst. Denn ich habe versucht, den technischen Sachverhalt so zu erklären, dass es jeder versteht. Und jeder, der diesen technischen Sachverhalt nicht verstanden hat, gehört meiner Meinung nach auch nicht in EU-Parlament aufgrund fehlender Intelligenz. Dieses Video oder diese Audiodatei ist nicht urheberrechtlich geschützt. Ich stelle diese Datei unter der CC0 Lizenz. Die Hintergrundmusik steht unter einer CC0 Lizenz. Auch das Hintergrundbild des Videos stelle ich unter der CC0 Lizenz. Es ist ausdrücklich erwünscht, dieses Video zu teilen oder auf seinen eigenen YouTube-Kanal oder wo auch immer sonst hochzuladen. Des Weiteren ist es erwünscht, den Hashtag digitales Wasserzeichen weiter zu verbreiten. Darum schreibt bitte in die Kommentare zu jedem Beitrag, der sich mit Artikel 13 beschäftigt, den Hashtag digitales Wasserzeichen. Schreibt den Politikern des EU-Parlamentes eine E-Mail mit dem Betreff digitales Wasserzeichen. Wenn ihr wollt, erklärt den Abgeordneten dann den Sachverhalt von diesem Video oder packt einfach den Link zu diesem Video in die E-Mail. Ich wünsche euch jetzt noch Gottes Segen und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schreibt das unten in die Kommentare. Vielleicht kommt irgendwann ein Video zu Artikel 11, in dem ich sage, dass Artikel 11 komplett gestrichen werden muss. Ich bitte euch, geht bei der nächsten Europawahl im Mai wählen und wählt die Politiker, die sich für eure Interessen einsetzen und nicht für die Interessen großer Lobbyverbände.